Viele wollen ja mal ihr Blutbild durchgecheckt haben, auch Stichwort Mikronährstoffe, Vitamine. Wird man nun beim großen Blutbild von Kopf bis Fuß, quasi vom Hacken bis Nacken durchgecheckt? Fragen wie Nährstoffmangel oder ob man zum Beispiel Krebs im Blutbild erkennen kann, beschäftigt sie wahrscheinlich. Ob bei einer Routineuntersuchung, zur Vorbereitung auf eine OP oder auch bei unspezifischen Symptomen, zum Beispiel wie Schwindel, Müdigkeit, Schlafstörungen. Eines der meistgenutzten und wertvollsten Diagnosemittel ist die Blutuntersuchung und kennt wahrscheinlich auch jeder, auch ganz typisch, wenn man zum Beispiel zum Hausarzt geht. Und dabei, bei der Blutuntersuchung, wird die Zusammensetzung des Blutes im Labor analysiert. Und je nach Anlass wird dabei ein sogenanntes kleines oder ein großes Blutbild angefertigt. Haben Sie sich auch schon immer mal gefragt, zum Beispiel, was der Unterschied zwischen diesen Blutbildern ist? Oder welche Werte jeweils ermittelt werden? Welche Werte das genau sind? Vielleicht haben Sie ja Ihr Blutbild auch schon mal gesehen, ausgedruckt, mit nach Hause bekommen zum Beispiel. Was bedeutet das überhaupt? Was oder welche Aussagen stecken dahinter? Stichwort ist hier sicherlich auch für viele die Sichtbarkeit von Krebs im Blutbild. Diese und weitere spannende Fragen rund um das kleine und das große Blutbild möchte ich jetzt in diesem Video beantworten. Hallo, mein Name ist Dr. Tobias Weigel. Mit meinem YouTube-Kanal möchte ich einen Beitrag leisten, medizinisch verständlich und korrekt aufzuklären über Krankheiten, Ursachen dieser Erkrankungen, auch was man natürlich selbst dagegen tun kann, Stichwort auch Ernährung, Bewegung, Sport, weil das alles ja sehr eng miteinander zusammenhängt. Und wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, dann gerne abonnieren Sie jetzt meinen Kanal. Unser Blut wird gerne ja auch als Lebenssaft bezeichnet und das natürlich ganz zu Recht. Das flüssige Organ, also Blut, erfüllt vielfältige überlebensnotwendige Aufgaben wie den Transport von Sauerstoff, von Nährstoffen, die Erregerabwehr und auch die Blutstillung. Das sage ich jetzt auch, weil das sind ja Sachen, die man dann im Blutbild quasi auch erkennen will. Das Blut, unser Blut ist so einzigartig und auch komplex, dass es durch nichts zu ersetzen ist, können wir nicht. Und nicht künstlich erzeugt werden kann. Das wurde früher natürlich sehr oft versucht. Das ging alles quasi aber in die Hosen. Weshalb Blutspenden auch so unfassbar wichtig sind. Auf natürliche Weise wird unser Blut im Knochenmark gebildet und besteht zu ca. 55% aus der Blutflüssigkeit, dem sogenannten Blutplasma, und zu 45% aus den zellulären Bestandteilen. Blutplasma, zelluläre Bestandteile. Und zu diesen zellulären Bestandteilen zählen zum Beispiel die roten und die weißen Blutkörperchen und die Blutplättchen. An der Anzahl, dem Mengenverhältnis und auch der Gestalt, also der Form der einzelnen Blutzellengruppen, lassen sich Indizien für viele verschiedene Krankheiten ablesen. Was ist das kleine Blutbild und was sagt es aus? Beim sogenannten kleinen Blutbild wird die Zahl und die Gestalt der erstens Erythrozyten, also der roten Blutkörperchen, dann zweitens der Leukozyten, also der weißen Blutkörperchen, und der Thrombozyten, also der Blutplättchen, bestimmt. Rote Blutkörperchen, weiße, und die Thrombozyten, die Blutplättchen. Außerdem schaut man auch nach der Konzentration des roten Blutfarbstoffs, dem Hämoglobin, dem HB-Wert, ganz wichtig. Wenn man jetzt als Laie, wenn man zum Hausarzt geht zum Beispiel, so ein Blutbild vor sich liegen hat und dann auch die ganzen Fachbegriffe bzw. Abkürzungen so sieht, dann kann man schnell natürlich den Überblick verlieren. Und um Ihnen da vielleicht auch ein bisschen Unsicherheit, auch ein bisschen Sorgen zu nehmen, möchte ich deshalb einmal kurz die einzelnen Werte durchgehen und Ihnen auch erklären, auf was eine zu hohe oder auch eine zu niedrige Anzahl der verschiedenen Blutzellen hindeuten kann. Ganz wichtige Anmerkung aber, das ist mir wichtig zu sagen einmal. Wenn bei Ihnen vom Normwert Werte abweichen, dann machen Sie sich bitte nicht direkt verrückt. Das Blutbild ist immer eine Momentaufnahme, das ist auch wichtig. In dem Moment, wie quasi die Zellen im Blut sind, ist eine Momentaufnahme und kann durch Faktoren wie zum Beispiel Stress, Medikamente kurzfristig beeinflusst werden. Sie wissen ja auch ganz oft, wenn man Blut abnehmen soll, soll man jetzt zum Beispiel nüchtern hingehen auch. Es kommt deshalb immer auf das Gesamtpaket an, aus den verschiedenen Blutwerten, aus den verschiedenen Laborwerten, auch Ihrem körperlichen Gesundheitszustand, Ihre Symptome, die Sie haben, Ihrem persönlichen Befinden etc. Das ist ganz wichtig einmal zu betonen. So, und jetzt einmal in eigener Sache. Nährstoffe, Mikronährstoffe, Makronährstoffe, unsere Ernährung ist so wichtig für uns, für unsere Gesundheit, und genau darauf gehe ich ein in meinen Ratgebern. Welche Auswirkungen Mikronährstoffe haben, zum Beispiel auf das Thema Abnehmen, auf das Thema Muskelaufbau oder auch auf unser Immunsystem, auf unser Herz-Kreislauf-System,
also schauen Sie gerne einmal in meinen Shop rein. Also, ein kleines Blutbild liefert Hinweise auf verschiedenste Infektionen oder auch Entzündungen im Körper. Genauso gibt es auch Hinweise auf Blutarmut und auch auf bestimmte Krebsarten. Deswegen, jetzt erkläre ich genau, was man da so sieht. Und dann können Sie auch Ihr eigenes Blutbild besser verstehen. Erythrozyten, rote Blutkörperchen. Die Erythrozyten bzw. dieser Wert gibt die Anzahl der roten Blutkörperchen in einem Mikroliter Blut an. Sie sind vor allem für den Sauerstofftransport verantwortlich und der Normbereich liegt für Männer bei ca. 4,5 bis 5,9 und bei Frauen ein bisschen niedriger bei 4,1 bis 5,1 Millionen pro Mikroliter. Ein zu niedriger Wert kann auf eine Blutarmut durch entweder eine verminderte Blutbildung, wie zum Beispiel durch einen Eisenmangel führen, oder durch einen erhöhten Blutverlust, zum Beispiel bei inneren Blutungen hindeuten. Hier sieht man auch schon mal, Eisenmangel zum Beispiel, da muss man dann natürlich noch andere Werte zusätzlich nehmen, Stichwort zum Beispiel Ferritin. Zu hohe Erythrozytenwerte können unter anderem für hormonelle Störungen und auch bestimmte Arten von Leukämie, also Blutkrebs, sprechen. Zusätzlich zum Erythrozytenwert kann auch der sogenannte Retikulozytenwert ermittelt werden, liest man da vielleicht auch manchmal Retikulozyten. Und der gibt die Anzahl noch nicht ausgereifter, noch so quasi jugendlicher roter Blutkörperchen an und lässt Rückschlüsse dadurch natürlich auf die Blutbildung im Knochenmark zu. Ich habe ja gerade gesagt, die Erythrozyten werden im Knochenmark gebildet. Bei einem niedrigen Wert kann die Blutbildung gestört, bei einem hohen Wert gesteigert sein. Leukozyten, weiße Blutkörperchen. Die weißen Blutkörperchen spielen eine wichtige Rolle bei der Immunabwehr und sollten bei Männern und Frauen zwischen 4000 bis 10.000 pro Mikroliter liegen. Zu niedrige Werte können zum Beispiel an einer Virusinfektion, wie die Grippe zum Beispiel, einem Vitamin B12-Mangel auch oder einem Immundefekt liegen. Da sieht man, es kann verschiedene Ursachen geben. Deswegen, wie gesagt, man soll nicht nur einen bestimmten Wert sich anschauen. Bei zu hohen Werten steckt unter anderem eine bakterielle Infektion oder auch eine bestimmte Leukämieform dahinter. Auch in der Schwangerschaft oder durch bestimmte Medikamente kann die Anzahl der weißen Blutkörperchen steigen. Hier sieht man auch schon wieder. Wenn Sie bei sich also im Labor, in Ihrem Zettel, den Sie vom Arzt vielleicht bekommen, sehen, dass die Blutkörperchen gestiegen sind, können es ganz viele Ursachen sein. Deswegen sich nicht verrückt machen, sondern mit dem Arzt zusammen abklären. Thrombozyten, Blutplättchen. Die Blutplättchen sind für die Blutgerinnung verantwortlich. Wenn wir uns also zum Beispiel schneiden, dann sorgen sie dafür, die Blutplättchen, dass der Blutfluss gestillt wird und sich eine Kruste quasi bildet. Geschlechtsunabhängig, Mann oder Frau, sollte der Wert normalerweise bei ca. 150 bis 400.000 Zellen pro Mikroliter liegen. Zu niedrige Werte treten oft im Rahmen einer medikamentösen Therapie, Krebstherapie zum Beispiel auf und können ansonsten auf auch eine Leukämie, aber auch zum Beispiel einen Vitaminmangel hindeuten. Also da sehen Sie, ganz großes Spektrum, nur ein Vitaminmangel oder gar eine Leukämie. Zu hohe Werte sprechen für Entzündung, Infektion und Blutarmut. Auch hier können aber zum Beispiel auch Stress, hohe sportliche Aktivität, zum Beispiel direkt nach einem Marathon oder so, ist das Blutbild ja komplett durcheinander. Oder zum Beispiel auch bei einer Schwangerschaft. Das kann alles eine Rolle spielen für veränderte Thrombozytenwerte. Hämatokrit. Dieser Wert jetzt beschreibt das Verhältnis zwischen dem flüssigen Blutplasma und den Blutzellen, also roten, weißen Blutkörperchen etc. Normalerweise liegt der Anteil bei Männern bei ca. 40-52% und bei Frauen bei etwa 37-48%. Zu niedrige Werte von dem Hämatokrit sprechen wieder für eine Blutarmut unterschiedlichster Ursache bzw. auch einen erhöhten Blutverlust. Bei zu hohen Werten, wenn der Hämatokritwert zu hoch ist, dann ist das Blut zu dick und es besteht die Gefahr einer Gerinnselbildung. Ein zu hoher Wert ist zum Beispiel ein Zeichen für Flüssigkeits-Sauerstoffmangel und kann zum Beispiel bei Rauchern und auch bei Personen mit Lungenerkrankungen zum Beispiel oft vorkommen. Und natürlich auch, wenn man Doping macht, Stichwort EPO. Hämoglobin, roter Blutfarbstoff. Das Hämoglobin, das bindet Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid im Blut, sodass diese transportiert werden können. Irgendwie muss das Sauerstoff ja quasi, wenn man es eingeatmet hat, quasi dann von der Lunge zu unseren Organen kommen. Und das passiert durch den Transport durchs Blut. Bei Männern gilt ein Wert von 14 bis 18 Gramm pro Deziliter und bei Frauen ein Wert so von 12 bis 16 als normal. Ein niedriger Wert spricht wieder für Blutarmut, zum Beispiel durch einen Eisen- oder auch einen Folsäuremangel oder auch für verschiedene Infektionskrankheiten.
Ein erhöhter Wert, ein hoher HB-Wert, spricht zum Beispiel für einen Sauerstoffmangel durch Herz- und Lungenerkrankungen. Warum? Weil der Körper dann sozusagen kompensatorisch einen höheren HB gebildet hat. MCH, MCHC und MCV. Diese drei kryptischen Abkürzungen, die stehen erstens für den mittleren Gehalt an Hämoglobin pro rotem Blutkörperchen, zweitens die mittlere Konzentration an Hämoglobin pro rotem Blutkörperchen und drittens die durchschnittliche Größe der roten Blutkörperchen. Kann man sich mal in Ruhe überlegen jetzt genau, was das bedeutet, aber so versteht man besser das Blut. Zu niedrige dieser drei Werte deuten auf eine Blutarmut durch Eisenmangel oder einen Vitamin B6-Mangel hin. Zu hohe Werte unter anderem auf einen Vitamin B12-Mangel. Also man sieht, das ist richtig differenziert und schwierig. Was ist das große Blutbild und was sagt es aus? So, das war gerade das kleine Blutbild. Jetzt zum großen Blutbild. Der Begriff großes Blutbild klingt so ein bisschen ja nach einem Rundum-Check-up, bei dem zum Beispiel vielleicht auch Cholesterinwerte, Entzündungsmarker oder ähnliches mitbestimmt werden, Mikronährstoffe, Vitamine. Doch das ist irreführend. Stattdessen wird bei einem großen Blutbild neben den gerade genannten Werten zusätzlich nur quasi ein genauerer Blick auf den prozentualen Anteil der verschiedenen weißen Blutkörperchenarten geworfen. Das schaut man sich quasi genauer an. Man spricht dann von einem sogenannten Differentialblutbild. Das wird insbesondere bei einem Verdacht auf eine akute oder eine chronische Infektion, auch bei Allergien, bei rheumatischen Erkrankungen zum Beispiel, durchgeführt. Großes Blutbild gehört auch standardmäßig immer dazu, wenn man in die Notaufnahme kommt oder auch natürlich auf Intensivstation. Im Fokus stehen dabei zum einen die sogenannten Granulozyten, die noch einmal in mehrere Subtypen untergliedert sind. Um nicht zu unübersichtlich zu werden, blende ich dir einmal hier ein mit den Referenzwerten auf für die verschiedenen Granulozyten. Da kann man sich das einmal Ruhe anschauen. Zu den betrachteten weißen Blutkörperchen zählen außerdem noch die Lymphozyten, wahrscheinlich schon mal gehört Lymphozyten, die Teil ja der spezifischen Immunabwehr sind. Und sie sollten mit einer Menge von 1500 bis 4000 pro Mikroliter etwa so 15-50% der weißen Blutkörperchen ausmachen. Das liegt natürlich auch immer daran, ob man gerade eine Infektion hat oder nicht. Ein zu niedriger Wert spricht für eine HIV-Infektion, für eine Autoimmunerkrankung wie der Lupus oder auch das Cushing-Syndrom. Erhöhte Werte lassen eine virale oder bakterielle Infektion, klar, weil man hat gerade eine Infektion, also bildet man viele Lymphozyten, aber auch eine Schilddrüsenüberfunktion, auch eine chronische Entzündung vermuten. So, und last but not least wird auch noch der Monozytenanteil ermittelt. Das sind nochmal spezielle Zellen und die sollen so 4-12% des weißen Blutkörperchenanteils ausmachen. Monozyten, was sind das? Das sind so große Fresszellen. Hat man bestimmt auch schon mal gesehen, so in Videos, große Fresszellen, die die Erreger aufnehmen und auflösen können. Wenn zu wenige da sind von der Monozyten, klar, liegt auch hier der Verdacht einer Autoimmunerkrankung oder von Knochenmarkschäden nahe. Zu hohe Werte, wenn die zu hoch sind, könnten unter anderem chronische Entzündung, eine akute Infektion oder auch eine Leukämie wieder bedeuten. Veränderte Blutwerte, wie geht es weiter? Sind jetzt bei Ihnen im Rahmen des kleinen oder großen Blutbildes vielleicht auffällige Werte einmal aufgetreten? Das ist verständlicherweise klar erstmal sehr beunruhigend, kann wie bereits gesagt, aber auch durch zum Beispiel Stress, durch Medikamente, vielleicht einen Vitaminmangel, eine Schwangerschaft vorübergehend beeinflusst werden. Da muss also nichts Schlimmes dahinter stecken. Und nochmal, nur ein einzelner Blutwert ist erstens eine Momentaufnahme und ein einzelner Wert kann im Prinzip nicht interpretiert werden. Die Auswertung des Blutbildes sollte deshalb immer im Rahmen eines ärztlichen Gesprächs und nicht irgendwie durch Dr. YouTube oder Dr. Google und unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Krankengeschichte stattfinden, um zu entscheiden, was die nächsten Diagnose- und Behandlungsschritte sind. Und nochmal, ein blandes, das heißt ein unauffälliges Blutbild, gibt es sozusagen selten. Sind bei Ihnen zum Beispiel im Rahmen eines Routinechecks einzelne Werte nur leicht verändert? Sie sind aber sonst fit wie ein Turnschuh vielleicht, haben keine Symptome, keine Anzeichen, körperliche Untersuchungen, sind unauffällig, dann kann es sein, dass zu einem Kontrolltermin beim nächsten Mal nach so 6 Monaten das Blutbild wieder normal ist. Es kann also in der Momentaufnahme mal verändert sein. Vielleicht hat man eine Infektion, ohne dass man es gemerkt hat.
Bei gravierenden Abweichungen aber, gerade wenn mehrere abweichen, einer auffälligen körperlichen Untersuchung auch, wenn Sie Beschwerden haben und oder auch bestimmte Symptome Ihrerseits, dann macht sich der Arzt, Ihre Ärzte natürlich weiter auf Spurensuche. Und dann soll das Blutbild mithelfen, herauszufinden, was die Ursache Ihrer Beschwerden sind. Das Blutbild ist also ein wichtiges Puzzlestein, das, wie Sie gesehen haben, ein Indikator für viele gesundheitliche Probleme sein kann, aber nicht muss. Es hat aber auch seine Grenzen und auch das hat man, glaube ich, gerade gemerkt. Und auf die möchte ich jetzt nochmal jetzt genauer eingehen und Ihnen auch nochmal ein paar Grenzen jetzt mitteilen. Ist Krebs im Blutbild erkennbar? Ein kleines und ein großes Blutbild gibt also vor allem Aufschluss über die Anzahl und auch das Verhältnis der verschiedenen Blutzellen. Das ist ganz wichtig, der Blutzellen. Da sieht man auch schon mal, was hier fehlt, Stichwort Mikronährstoffe. Und die Blutzellen können bei vielen Krankheiten, insbesondere verschiedene Infektionen, bei Entzündungen, bei Blutgerinnungsstörungen und auch unterschiedlichen Arten von Blutarmut natürlich verändert sein. Zu niedrig oder zu hoch. Oft sind zur Sicherung der Diagnose bzw. der Krankheitsursache noch dann natürlich weitere Untersuchungen notwendig. Niemand macht nur ein Blutbild und kann dann oder stellt dann die Diagnose. Man macht weitere Untersuchungen. Also eine der meistgestellten Fragen zum Blutbild ist natürlich immer, ob Krebs im kleinen oder großen Blutbild erkannt werden kann. Da ist natürlich schon mal wichtig, Krebs ist nicht gleich Krebs. Und die Antwort lautet, das kommt drauf an. Wenn Sie das Video jetzt aufmerksam verfolgt haben, wissen Sie ja, und das Wort habe ich oft erwähnt, dass insbesondere Leukämie, also Blutkrebs, sich im Blutbild widerspiegeln kann. Auch für andere Tumore können bestimmte veränderte Blutwerte ein Indiz sein. Tragischerweise ist das aber keine zuverlässige Art, Krebs zu erkennen. Das ist ganz wichtig. Viele Werte, die im Rahmen eines kleinen bzw. großen Blutbildes überprüft werden, sind bei einigen Krebspatienten über lange Zeit normal, werden quasi kompensiert oder sind nur leicht verändert. Und Stichwort Tumormarker, komme ich gleich noch was, das ist sozusagen nicht im normalen Blutbild sichtbar. Für viele Krebsarten ist das Blutbild deshalb meist keine sichere Diagnosemethode, ganz wichtig. Abseits des großen und kleinen Blutbildes können bei bestimmten Krebsarten gezielt sogenannte Tumormarker im Blutbild bestimmt werden. Die werden zusätzlich abgenommen. Auch diese sind aber oft unspezifisch und werden eher, das ist wichtig, zur Verlaufskontrolle als zur Frühdiagnose benutzt oder zur Früherkennung, sondern man benutzt sie zur Verlaufskontrolle. Stichwort zum Beispiel auch PSA-Wert. Themawechsel noch, Schilddrüse. Schilddrüsenerkrankungen zum Beispiel können mit einem kleinen Blutbild nicht nachgewiesen werden. Bei Verdacht auf Erkrankung der Schilddrüse werden auch spezielle Blutuntersuchungen angeordnet. Also kleines oder großes Blutbild reicht da nicht. Da wird ja dann der TSH-Wert, FT3, FT4 zum Beispiel genommen. Gleiches gilt auch für Vitamine und Mikronährstoffe. Hat man gerade gehört, die sind ja im kleinen und großen Blutbild nicht aufgetaucht. Das sind alles Spezialuntersuchungen und fallen nicht unter den Begriff kleines oder großes Blutbild, sondern beim Blutbild geht es quasi um die Blutzellen. Das ist vielleicht verwirrend, wenn man denkt, großes Blutbild, aber so ist es. Mit einem kleinen oder großen Blutbild geht es um die Blutzellen. Das ist wichtig, gerade für Patienten zu wissen, weil man sonst oft enttäuscht ist und sich wundert, oh, ich habe ein großes Blutbild abgenommen, aber irgendwie habe ich gar nichts gehört über meinen Vitamin-D-Status oder so oder über meine Schilddrüse. Wenn Sie darüber mehr wissen wollen, wie das quasi im Blut gemessen wird, welche Werte da wichtig sind, können Sie gerne einmal kommentieren und dann mache ich dazu auch noch ein Video. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.